Kampf im Kushidera-Tempel. Die Mönche sind in Gefahr. Norio! Fürst Sakai! Mein Herr, seht euch das an! Der Kushidera-Tempel verdient Anbetung, kein Blutvergießen. Jahrhunderte der Weisheit liegen in diesen Mauern. Und die Mongolen wollten alles einfach niederbrennen. Der Angriff war nicht grundlos. Der Tempel gibt Menschen Hoffnung. Der Abt hat aufgefordert, für einen großen Sturm zu beten, der die Invasoren fortspült. Nun ist der Abt verschwunden. Und die Barbaren haben die heiligste Reliquie in Toyotama gestohlen. Eine Statue von Buddha zur Feier der Tempelgründung. Mein Bruder wäre eingeschritten. Er hätte den Mönchen Hoffnung gegeben, bevor sie flüchteten. Dann ehren wir sein Vermächtnis und retten den Tempel. Die Mongolen stahlen die Buddha-Statue aus der Haupthalle. Und der Abt? Er und sein Gefolge sind geflohen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Ich sehe nach den Mönchen.